Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 4 The After Years. Wir laden Theodors Geschichte mit Cecile. Ich denke, ich bin im Kampf. Nein, so ist das nicht. Oh. Wo kommen diese Monster her? Boah, wir als König lassen ihn liegen, kein Problem. Ist ja nur unser Gefolgsmann. Von da sind wir rausgekommen. Ey, ja. Aber ich mach mal hier ein bisschen Automodus. Zack, tot. Wir machen ja eh, glaube ich, nur einen Schaden bei uns, ne? Oder die greifen gar nicht an. Vielleicht sind wir auch zu schnell. Von Speed her. Aha. Er mit Stiefel. Eye Potion. Da war anscheinend ein Gegner drin. Spiel. Also mein Mausrad, also meine Maus, das seht ihr jetzt nicht, aber meine Maus dreht Kreise. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Abgeschmiert mit Klopapier. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, warum auch immer das Spiel abgeschmiert ist, wir lassen mal die eine Kiste in Ruhe. Probieren das einfach nochmal. Okay, hatte nichts mit der Kiste zu tun. Ja, keine Ahnung, was da los war. Anscheinend was mit dem Kampf zu tun. Die Frage ist, muss ich jetzt runter oder hoch? Ich gehe mal hoch. Ich hoffe, das kommt nie wieder vor. Nie wieder vor. Nie wieder vor. Ah, diesmal. Okay. Hallo, Schönheit. Am! Direkt weg. Ich glaube, sie mag keine Schönheiten. Ich liebe nur meine Rosa. Götterzorn. Wie viele Kisten hier sind. Ich weiß nur nicht, ob ich hoch oder runter muss. Oh Gott. Ich hätte mal in den Keller gehen sollen zuerst. So, weg. Mit dir, du fertiger Pedro. König Cecile. Hinein, hier ist es zu gefährlich. Ja, mein Lehnsherr. Lehnsherr? Sag mal echt Lehnsherr zum König? Hab ich ja noch nie gehört. Ich meine, ich habe viele Filme geguckt, so. Oh, war doch richtig, dass wir hier lang gegangen sind. Aber ich habe noch nie gehört, dass man Lehnsherr gesagt hat. Ich meine, sonst hätte man das ja im Film oder so auch gesagt. Ja gut, dann sind wir ja doch den richtigen... Aha. Hallo, Schönheit. Du bist nicht rosa, also ein Wort. Ach, hier nicht? Hier auch nicht? Na gut, ich geh schon. Na 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 na. Was soll ich denn hier überhaupt machen? Ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, das war nur... um Kisten einzusammeln? Ja, wo müssen wir denn hin? Ich dachte, das wäre ein linearer Weg. Bam, 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 bam. Aber nach links durften wir ja nicht. Aber vielleicht hätten wir nach unten. Nee, unten ging ja nicht.
Blutschmaus weg. Ach, wir sind vergiftet. Oder bluten, beziehungsweise gesagt. Ja. Welches Level sind wir überhaupt? Das würde mich auch mal interessieren. Wir haben kein Level, doch, Level 30. Okay, wir gehen hier wieder raus. Und dann gehen wir hier wieder rein. Aber nee, hier ist noch Speichern. Oder weil wir das Mädchen jetzt gerettet haben. Warte mal, wir gehen wieder zurück. So, Mädchen ist gerettet. Jetzt dürfen wir auch nach links. Alles in Ordnung? Bestimmt. Ja, alles in Ordnung. Ich lege mich nur kurz hin, bin müde. Natürlich nicht. Es tut mir leid. Tut mir leid, mein Lieber. Hinfort. Eigentlich muss ich den Automodus, glaube ich, nicht ausmachen. Ja, Kämpfe brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Cecil! Schatz, bist du das? Oh, Schatz. Was ist? Rosa! Ich komme mit dir! Nein, das geht nicht. Ich werde nicht zulassen, dass du dich in Gefahr begibst. Genau, das wollte ich dir auch sagen, Cecil. Würde eine Weißmagierin an deiner Seite nicht helfen, deine ganze Aufmerksamkeit auf den Kampf richten zu können? Da magst du vielleicht recht haben. Das ist wohl wahr. Aber ich möchte, dass du mir etwas versprichst. Wenn es ganz schlimm kommt, musst du flüchten, weglaufen und überleben. Und dich zum Sterben zurücklassen? Ja, zum Wohle, Theodor. Das werde ich. Ich lasse dich verrecken. Ich bin schon auch Level 30, ne? Na 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 na. Oh, 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 oh. Das bebt ein wenig. Hier, Moment. Das war's also. Die Monster kamen aus der Luft. Cecil, sieh! Der Mond! Vollmond. Wissen wir doch. Oh, der zweite Mond ist da. Und die ganze Menschheit sieht ihn. Ist das Goldbett? Warum ausgerechnet jetzt? Mein Bruder, ist er zurückgekehrt? Flugschiffmechaniker vom Baron, Sid Pollard. Pollard, irgendwas. Mensch, er ist ganz schön alt geworden. Du bist verdammt spät dran, Cecil. Wo bist du die ganze Zeit gewesen, hm? Freut mich, dass es dir gut geht, Sid. Natürlich geht es mir gut. Ich bin nicht wirklich langsamer geworden. Nur älter. Was ich jedoch gerne wissen würde, ist, woher die Monster auf einmal gekommen sind. Ich wünschte, ich wüsste es. Wo ist Theodor? Wo ist Theodor? Er ist auf einer Expedition mit den Rutschwingen, um das Ritterwappen zu holen. Und er ist immer noch nicht zurück? Kein Grund zur Sorge. Vix ist dabei und kümmert sich um ihn.
Tja, da würde ich sagen, kümmern wir uns selbst erstmal um uns. Kümmern wir uns selbst um das hier. Wir wollen ihm das Festbankett doch nicht verderben. Mechaniker Zitz hat sich angeschlossen. Boah, der knirscht aber ganz schön mit seinen Zähnen, ne? Dann gehen wir erstmal in den Turm. Kisten looten. Eventuell. Zitz ist auch Level 30, ne? So. Oh, Nickerchen machen. Okay, hier ist nix. Guck mal, wir sind bald wieder die vollzählige Truppe wie vor 17 Jahren. Also schon wieder speichern. Was wir natürlich auch in Anspruch nehmen. Oh, Neumond. Mal gucken, was heißt das? Weißmagie geht runter, aber Schuriken geht hoch. Also Fernkampf vielleicht. Das Borgtor wurde nicht durchbrochen. Das bedeutet, dass sie über den Luftweg hineingekommen sein müssen. Da sind sie! Ich finde das goldene Schwert von Cecile richtig geil. Zack. Boing. Aua. Aua. Boing. Boing. Ah ne, sie mach ich auch. Boing. Oh, sie macht daneben. Heia! Ganz schön langsam, wenn man aus dem Automodus wieder rausgeht. Kommt das eigentlich so langsam vor. Cecile, diese Typen sind anders als alles, was wir zuvor bekämpft haben. Warum? Weißmagie geht runter. Kopieren. Noch nicht gelernt, noch nicht gelernt. Okay. Dann Boing. Segen. Warum nicht? Risikoschlag. Ich kann auch schon wieder leider nicht gucken, was das macht. Nicht flüchten. Na komm, mach mal den Risikoschlag. Zeig mal, was er kann. Risikoschlag. Boing. Alles klar. Acid. Ich glaube, das sieht nicht gut für dich aus. Haben wir Engel. Mann, 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 was hat Dings in den letzten Jahre gemacht? Engel, ja. Steh auf, du alter Sack, du. Bam. Bam. Nein, nicht Items. Achso, okay. Aber da kommt bestimmt noch einer. Maschinen, stopp! Gruppenfähigkeit gelernt. Einfach so. Das nimmt einfach kein Ende. Kopieren. Maschinenstopp. Verursacht bei Feinden des Maschinentyps massiven Schaden. Aber nur bei Maschinentyp. Okay. Attacke. Weißmagie. Vitra. Auf alle. Risikoschlag. Auf den Dicken. Why not? Hier ist ein bisschen Automodus. Heile uns mal ruhig ein wenig hier hoch. Jawoll. Also. Da.
Ich glaube nämlich, der Risikoschlag macht wahrscheinlich mehr Schaden und dafür eventuell weniger. Also ihr Vitra, da merkt man richtig, dass das Oma Opa ist. Die machen ja nichts mehr an Schaden. Und heilen auch nichts mehr. So habe ich euch aber nicht zurückgelassen, Leute. So habe ich euch nicht zurückgelassen. Sid, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich höre. Ich möchte, dass du Rosa holst. Hä, wieso holst du? Sie steht doch da. Und mit ihr die Burg verlässt. Cecile! Wenn dies so weitergeht, wird Baron bald fallen. Cecile! Du willst mit dem sinkenden Schiff untergehen? Ich bleibe bei dir. Nein. Das ist der Befehl eines Königs, Rosa. Kümmere dich um Theodor. Ach Mensch, dass er immer so stur sein muss. Ich zähle auf dich, Cid. Bitte. Überlass das mir. Sorge nur dafür, dass du dich nicht umbringen lässt. Verstanden? Kein Abschiedskuss. Kein nicht. Ja, tschüss. Rosa, Theodor ist nun in deiner Obhut. Mein Schatz. Whee! Armut? Guidia. Guidia, warte! Nein! Du bist also Cecil? Du weißt, wer ich bin? Tödliche Musik, man kennt's. Schon ein Angriff und dann sind wir sowieso weg, ne? Versuchen wir mal zu analysieren. Nicht möglich. Ich glaube, Bahamut schläft noch. 5. Okay, Countdown. 4. 3. 2. 1. Boah, mega Flamme. Das ist also die Grenze eines Mischlings, wie zu erwarten war. Dieses Gefühl, könnte es sein, dass mein Vater... Höchstgeschwindigkeit! Ist mir egal, wenn der Motor explodiert!
Der Motor ist schon überlastet, Hauptmann. Wir sind von Kurs abgewichen. Huch. Kritischer Schaden am rechten Flügel. Wir haben die Kontrolle verloren. Prinz Theodor! Was ist? Nein, meine liebe Rüdiger, du musst sofort von hier weggehen. Was? Warum so plötzlich? Es gibt's nichts zu befürchten. Teleport! Was willst du? Oh, wieder dieses Mädchen. Deine Macht. Ich bin hier, um sie mir zu nehmen. Das werden wir noch sehen. Bahamut befindet sich bereits unter unserer Kontrolle. Der heilige Vater der Beschwörbaren? Wer bist du? Packe gar nicht lange, wa? Die macht einfach Schnips. Haben hier nicht mal die Frage beantwortet, wer sie eigentlich ist. Der Turm von Babel. Er ist wieder da. König Giot, der Turm von Babel, ja. Was? Alle tot. Hauptmann Bix! Hauptmann Bix! Ihr habt für mich euer Leben aufs Spiel gesetzt. Wenn ich ein richtiger Soldat wäre, ginge es euch jetzt anders. Hauptmann Bix. Hey. Hey. Halte. Halte durch. Er ist tot. Oh, Wetsch! Sie sind tot. Alle. Yeah. Hä? Prinz Theodor,
Ihr seid unverletzt, oder? Hört auf zu reden. Ich werde jemanden suchen, der uns Hilfe, der uns hilft. Hilfe! Ist da jemand? Oh, tut mir leid. Ich konnte euch nicht sicher nach Baron zurückbringen. Mein Prinz. Hauptmann. Wegs. Jetzt geht. Bald euch. Beeilt. Beeilt schreibt man doch mit Doppel-E, oder nicht? Beeilt. Naja, er ist halt, er liegt halt im Sterben. Bald euch. Weg von hier. Das kann ich nicht tun, Hauptmann Biggs. Ich bin noch immer ein Knappe. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich das alleine erledige. Nur ein Knappe? Wir sind die Rotschwingen, der Stolz von Baron. Müssen wir jetzt Diebe sein, die Schwachen plündern? Genug. Aber Hauptmann, der Mysidianer haben keinen Widerstand geleistet und wir metzeln sie immer noch nieder. Theodor, hört mir zu. Ihr müsst zu unserem geliebten Baron zurückkehren. Um jeden Preis. Das ist mein letzter Befehl. Ja, Herr Hauptmann. Gut. Genau das ist es, was ein Ritter der Rotschwingen ausmacht. Ja, Herr Hauptmann. Du bist der Letzte der Rotschwingen, Theodor. Wir, die Rotschwingen, haben die größte Flotte der Lüfte. Der Stolz von Baron. Meine Befehle sind dein Gesetz. Ich, Theodor von den Rotschwingen vom Baron, werde jetzt nach Baron zurückkehren, Herr Hauptmann. Aui! Ich habe heute keinen guten Tag. Also, hinfort. Mein bester Freund ist weg. Stirb! Nagel! Juhu! Nagel! Flur! Schwert ins Auge, Pik! Nagel! Juhu! Schwert ins andere Auge. Piek. Nagel. Hui, hui, hui. Schwert ins Arschloch. Piek. Der ging tief. Hui, Level. Oh, Engel gelernt. Ich habe gesagt, ich habe einen schlechten Tag. Hinfort! Du willst es nicht anders, oder? Na, mal eben kurz heilen. Kleinen Moment, ich bin gleich für Sie wieder da. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Please hold Elaine. Oder please hold Elaine. Oh. Oh, was? Ich höre den Rotschwingen an. Ich kann es nicht so enden lassen. Ja, wer bist du denn?
Noch immer lebendig? Ja. Vielen Dank. Ja, alles klar bei dir? So ganz unnütz sahst du da nicht aus. Aber ein Monster wie dieses anzugreifen, das ist selbstmörderisch. Ich kann es schaffen. Ich muss zurück nach Baron. Um jeden Preis. Ohne Luftschiff? Ja, sogar ohne Luftschiff. Ich gehöre den Rotschwing vom Baron an. Ich brauche kein Luftschiff, um das zu behaupten. Ja. Du hast von ihm gehört? Wer hat noch nicht von ihm gehört? Wäre eine bessere Frage. Das ist die berühmteste Einheit vom Barons Militär. Du solltest trotzdem vorsichtig sein. Die Monster sind seit den Unruhen sehr nervös. Unruhen? Erzähl mir nicht, dass du das nicht weißt. Der Krieg wütete einst über dieses Land. Ja, das weiß ich. Meine Mutter und mein Vater haben mir oft davon erzählt. Wir können Baron von Mysidia im Westen aus erreichen. Gibt es dort ein Schiff? Etwas noch Besseres. Ich zeige dir den Weg. Bist du sicher? Ich habe selbst im Baron zu tun. Dringend sogar. Mein Name ist Theodor. Ich habe keinen Namen. Nein. Ich habe ihn vor langer Zeit abgelegt. Bitte? Hattest du es nicht eilig? Der verhüllte Mann hat sich der Formation angeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Verhüllter Mann. Ah ja, das steht da. Status? Nee, Reihenfolge auch nicht. Reihenfolge? Achso. Was ich auf jeden Fall noch ändern möchte, ist dieses Merken und Vergessen. Sollen lieber vergessen, damit das dieser Automodus halt dann immer auf Angriff wieder zurückspringt. Magie. Hat er das? Hat der andere Magie? Komme ich gar nicht hin. Ach, weil er gar keine hat. Okay, alles klar. Gut. Wir sind jetzt wo abgestürzt? Oh Gott, da unten. Und da oben kommen wir. Da oben rechts. Da nach links müssen wir. Hier unten sind wir. Das alles... Oh, hier mein kaputtes Luftschiff. Das alles werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich speichere jetzt hier an dieser Stelle ab. Ich hatte einfach nur Bock, mal wieder eine Folge noch eben kurz aufzunehmen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Mysidia erreichen. Und wer ist der geheimnisvolle Mann? Wir werden es erfahren. Tschüss.